Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Sonntag. Gestern, erstmal Spoiler, falls jemand das nicht hören will, gestern war UFC 231. Max Blas Holloway hat gewonnen. Kaum zu glauben, dass Leute den als Underdog hatten und für Brian Ortega waren. Also nicht, dass sie für ihn waren, sondern dass die Mehrheit und die Quote Brian Ortega als Favoriten hatten. Obwohl Max der Champion ist und ihn zerstört hat. Aber das war genug UFC-Talk. Ich gehe jetzt... Mein Gott. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in ein Nest. Aber dann schaue ich so raus und das Wetter ist tödlich, aber ich gehe trotzdem. Weil es kein Problem ist, denn wir haben jetzt das Teil hier. Eigentlich haben wir das schon lange, aber gestern, check das Video von gestern ab, da hatten wir das richtig krass getestet, der Wind war abnormal. Und ich muss sagen, das Teil hat mich überzeugt. Das heißt nicht umsonst Windslayer. Allein der Name schon sagt, wie krass das ist. Und ja, wenn ihr euch einen Einblick machen wollt, verschaffen wollt, wie krass das Teil ist, checkt das Video von gestern ab. Der Wind war so heftig, die Kamera ist ein paar Mal weggeflogen. Und das hat, man glaubt es kaum, aber seinen Job erledigt. Aber wer meine Videos regelmäßig schaut, der weiß, das Teil haben wir schon länger. Das liegt einfach da die ganze Zeit. Aber ich hatte noch nie so einen harten Wind, wo ich das richtig gescheit testen konnte. Hier und da habe ich schon eingesetzt. Die meisten von euch haben es gar nicht mal bemerkt, dass der Sound, dass der Ton dadurch ein bisschen besser wurde. Immer wenn es schlecht ist, dann gibt es die ganzen Leute, die möchte gerne Ton und Technik studiert haben, die sich beschweren. Aber wenn es dann besser wird, ja, dann fällt es keinem auf. Alles dank diesem kleinen Teil da. Auf jeden Fall, ich gehe heute mal ein Nest abchecken. Man kann es kaum glauben, aber ja, Nest. Es sind sogar zwei Nester. Die sind nebeneinander. Und ich gehe die abchecken, weil beide Nest-Pokémon brauche ich noch als Lucky. Dementsprechend gehen wir los. Okay, bevor es losgeht, ein 10er-Ei. Und ich habe den Windschutz nicht auf. Den gönne ich mir. Bonbons brauche ich, 100er brauche ich, Lucky brauche ich. Aber nicht so toll. Ich habe einen 96er. Der muss erstmal getoppt werden. Alter, das Wetter ist richtig leidend geworden. Es ist noch schlimmer geworden. Als ich losgegangen bin, da war es nur ganz leicht und jetzt ist es richtig heftig. Egal. Ich mache hier schnell ein Klumpenkiefer-Raid für den Kleinen, weil ich brauche noch einen Lucky Klumpenkiefer. Den machen wir schnell und dann ist da vorne die Weiterentwicklung von Bamelin. Falls er noch da ist, dann hole ich mir den auch noch. Und da hinten ist dann das Nest. Das ist ein Seeper-Nest und daneben ein Sichlor-Nest. Beide fehlen mir noch als Lucky. Und bevor ich es wieder vergesse, hinterlasst ein Like, wenn ihr den Channel unterstützen wollt. Versucht das jetzt immer einmal am Anfang zu sagen, weil das macht echt einen großen Unterschied. Ich werde es nicht spammen wie die ganzen anderen, aber einmal am Anfang, das geht schon. Alter, habt ihr das gesehen? So, gleich geht's los. Ich zeige euch nicht den ganzen Kampf, nur den Anfang und dann, wie ich den fange. Wie gesagt, dann schnell weiter zur Weiterentwicklung von Bamelin. Mit gelber Berge sind das extra Bonbons. 10 dann. So. 3, 2, 1. Und los. Flunkifer. Ich habe bereits einen 98er, ein paar Shinies, aber noch kein Lucky. So. Wir sehen uns beim Fangen wieder. Okay, da sind wir wieder. Wir haben ihn gleich fertig gemacht. Fragt sich, wieso Metaboss. So. Einhändig. Ja, Leute, tut mir leid, ich kann immer noch nicht Kraft werfen mit einer Hand und der linken Hand. Vielleicht werde ich es mir irgendwann mal antrainieren, aber gerade noch nicht, nein. Deswegen verzeiht mir meine Würfe jetzt. Ah, das ist Klumpenkiefer, also der ist leicht und schnell drinnen. So. Die einzige Hiwi, die ich habe. Und ein guter Wurf. Ist er gut genug? Er ist gut genug. Bam. So, auf zum Bamelin. Also die Entwicklung. So, hier ist er. Alter, der Wind ist echt abnormal. Ja, Gegenschirm, fliegt halt weg. Knecht, Leute. So, ich glaube, wir drehen ein, zwei, maximal zwei Runden. Dann müssen wir wieder heim, weil so hat es echt keinen Sinn. Das ist echt leidend, hoch 10. Das ist leidend, hoch 10. Alter, richtig leidend. Ja, das ist der Hofgarten. Wetter hat sich verbessert. Ein, zwei Runden können wir schon noch drehen. Auch wenn das gerade richtig leidend war. Aber es sind gar nicht so viele Seeper hier. Ich schaue gleich rüber zu den Sichlor. Und dann wieder hierher und dann wieder darüber. Habe ich schon öfters gemacht. Dieses Doppelnest hier ist echt nicht schlecht. So kann man zwei Nester abgreifen. Da hinten ist sogar noch eins. Da war früher ein Pikachu-Spawn. Damals, wo Pikachu noch richtig selten war. Und nicht jedes Event gekommen ist. Da haben wir die immer abgegriffen. Oh ja, schauen wir mal, was hier sonst noch so geht. Spawn. Sichlor spawne. Ich habe hier gerade einen Sichlor gefangen mit meinem Kleinen. Muss ich noch aktualisieren, glaube ich. Komm. Da. Das hier ist echt tatsächlich ein Sichlor-Nest. So. Das gönne ich mir, Sichlor und Seeper. Wir haben noch nicht viele gefangen. Ich weiß nicht, ob das reicht für Glücks. Garantiert nicht eigentlich. Wir müssen wahrscheinlich morgen nochmal her. Leider. So. Da vorne ist noch einer. Auf geht's. Die Sichlor gehen gut ab. Hab schon ein paar gefangen. Da waren sogar drei auf einmal. Und jetzt sind wir hier angekommen. Münchner, Surferwelle, Eisbachwelle. Gönnt euch. Schon ganz cool. Ich setze mich hier in die Arena, damit die Leute wissen, super saftig war hier. So, was setzen wir rein? Ogelin setzen wir rein, der uns geflüchtet ist. Sehr weihnachtliche Musik. Ich gebe euch mal ein Update. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, über 25. Zwischen 25 und 28 jetzt Sichlor gefangen. Seeper nur so 11, 12 circa. Also das Seepernest deutlich schwächer. Zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen gefangen. Warblu, Schwabini fehlt mir auch noch. Panflamm, Flintfer, also heute geht's ab beim Tauschen. Schaut vorbei hier im Livestream. Wir sind wieder zu Hause. Wetter ist besser geworden und dann wieder schlechter. Ausbeute war okay. Wie gesagt, später im Livestream werde ich die tauschen. Dann hoffentlich ein paar neue Luckys bekommen. Spätestens, also schaut vorbei. Wenn nicht, dann spätestens morgen im Video werde ich euch die Ausbeute, die Highlights zeigen, falls wir neue Luckys bekommen. Aber das war es erstmal von mir. Wie gesagt, wir sind 21 Uhr, so wie jeden Abend, live und warten auf PvP. Aber an sich muss erstmal das neue Update gezwungen werden, geforst werden. Und dann kann es kommen. Ich denke nicht, dass es heute Abend kommt, aber schaut trotzdem vorbei. Immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.